Was geht ab, Spartaner? Wir sind heute hier im wunderschönen Twin Tower und nehmen unsere ersten Sparta-Reactions auf. Das wird ein neues Format von Sparta werden, wo wir nicht nur auf Videos reacten werden, unter anderem werden wir auch auf Fight Cards reacten, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt die nächste Fight Card mache für Sparta Royal 3, werden wir euch erzählen, was wir uns darüber denken, was wir von den Kämpfen halten, warum wir diese Paarungen überhaupt zusammenstellen, etc. etc. Ich würde sagen, wir beginnen gleich mit der ersten Reaction. Wir haben heute Lukas hier. Lukas, klar. Hallo, grüß euch. Genau. Wie geht's dir, Lukas, erstmal? Ja, wie man sieht, Gott sei Dank wieder alles verheilt, alles fit, alles gesund. Ja, die Nase war anbrochen oder ist angebrochen gewesen, ist aber jetzt nicht so tragisch. Also nichts, was mich jetzt irgendwie auf die nächste Zeit einschränken wird. Mhm. Ja, das Auge natürlich, wie man es im Video sieht oder wie wir es dann später sehen werden, hat natürlich, ja, arg ausgeschaut, sagen wir so, wie es ist. Aber es war Gott sei Dank nur ein kleiner Streifschuss, genau. Und es geht weiter. Es war ja auch kein Schlag aufs Auge, wie wir wissen. Das war ein Schlag auf die Nase, die dann das Richtig. Blut ins Auge geführt hat. Ne? Richtig, genau so ist es. Genau. Ich glaube, das werden wir dann eh kurz sehen. Genau, Richtig. Genau. Ich würde dann sagen, wir beginnen gleich mit der Reaction. Und Perfekt. Ich werde dir immer zwischendurch so ein paar Fragen stellen, wo ich mir denke, was hast du dir dabei gedacht? Aber die erste Frage, bevor wir überhaupt beginnen, ist erstens, wie fandest du das Event? Und zweitens, wie war es für dich? Es war ja dein erster professioneller Kampf, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, obwohl die ja nicht gerankt werden, die Kämpfe. Wie war es für dich, auf so einer Bühne gleich zu kämpfen? Mhm. Sehr gute Frage. Für mich, oder wie, oder sagen wir es einmal so, mein Gefühl zu dem ganzen Event. Ich habe das erste Mal, man muss ein bisschen zurückblicken, das erste Mal ja, habt ihr im Februar die Veranstaltung gehabt, das Sparta Royal 1. Und ich habe das erste Video einfach auf Social Media gesehen, wo der Marco kurz erklärt hat, was habt ihr vor, was wollt ihr machen. Und habe sofort natürlich an den großen oder an die großen anderen Organisationen denken müssen und gesagt, okay, passt, das ist sowas von interessant. Wenn mich was juckt, dann genau das. Und ja, es ist dann so ein bisschen weitergegangen. Ich habe mir eigentlich kurz frisch die Hand gebrochen gehabt. Dann ist so gewesen, dass das normale Sparta dazwischen war. Mhm. Und irgendwie kurzfristig über ein paar Ecken sind wir dann zu dieser Geschichte gekommen. Und ich muss dann ehrlich sagen, dass das die beste Entscheidung war, daran teilzunehmen. Weil dieses Gefühl, was wir bei der letzten Veranstaltung hatten, Sparta Royal 2, war geisteskrank. Ja, wirklich, was? Geisteskrank, unglaublich. Ich weiß nicht, was wir noch alles für Wörter hernehmen sollen oder wollen, ganz egal. Es war einfach Abriss. Ja, es war wirklich sehr cool. Es war sehr, sehr Top. Cool organisiert. Ich habe das eh auch letztens ein bisschen mit Khalid, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Khalid richtig, na, selbstverständlich. Da steht genau. Noch ein Podcast aus, Khalid, ja. Wenn du das siehst. Genau, da haben wir auch kurz besprochen, dass das einfach richtig krass war. Es war ein Event auf einem wirklich anderen Level, kämpfertechnisch schon allein. Unabhängig von dem ganzen organisatorischen und administrativen. Es war, was da an Kämpfe gemacht wurden an den Abend, die sind wirklich außerordentlich gewesen. Wirklich sehr, jeder hat alles gegeben. Ich habe von keinem Kämpfer irgendwie den Anschein gehabt, dass er keine Lust gehabt hat oder dass er irgendwie nicht wollte oder nicht alles geben wollte. Es war jeder da, um mehr als 100% zu geben. Und das war cool. Das fand ich wirklich cool. Ich würde sagen, let's go, oder? Gehen wir's an. Unser nächsten Kampf und ich bitte in die blaue Ecke. Sparta, Sirpi! Kurz ab muss ich auch noch was fragen, bevor die Reaction jetzt auch beginnt. Was haltest du, ich bin ja immer so ein nicht Fan von Trash-Talk, aber ich bin Fan von so Psychospielen, sage ich jetzt mal, bei so Stare-Downs, bei den Pressekonferenzen. Und man kann auch sagen, dass der Khattab auch versucht hat, dir Druck zu machen. Mit Worten, mit so psychologischen Tricks und so. Was haltest du davon? Und wie hast du dich gefühlt beim Kampf? Hat dich das irgendwie eingeschüchtert? Oder warst du da, hast du gesagt, das interessiert dich nicht und du willst einfach nur in den Ring und kämpfen? Kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das hat er relativ gut gemacht. Es war auch, glaube ich, so sein Gameplan, diese Geschichte oder wie er das einfach aufzogen hat. Mhm. Man hat es bei der Pressekonferenz schon gemerkt, er ist gekommen mit Sonnenbrille, hat
ich habe es auch schon mal bei irgendeinem Interview gesagt, so Conor McGregor ähnlich, sage ich jetzt mal, und so ein bisschen auf den Tisch hauen und Welle machen. Es macht er relativ gut. Er hat Charisma, er hat eine Geschichte zum Erzählen, das kommt gut an, das ist genau sein Ding und ich verstehe das, dass er das genauso macht. Ich bin zum Beispiel, wenn man das jetzt so oder parallel sehen kann, bin ein Mensch, der vor dem eher wenig hält. Ich hau davor jetzt nicht irgendwie am Tisch, mach groß Welle oder sag, das mache ich und das habe ich schon gemacht und dies, das. Nein, ich lasse rein, die Taten im Ring sprechen. Ich kann mich mit jedem unterhalten, ich muss mit keinem irgendwie böse sein. Für mich ist es reine Competition gegen mich selbst, rein für mich selbst oder gegen mich und nicht gegen irgendeinen Gegner, nicht gegen Khattab oder den zukünftigen, ganz egal, nur rein gegen mich selbst und ich will da als Sieger rauskommen. Und ja, wie schon gesagt, er hat das natürlich genau richtig gemacht und die Vermarktungsschiene genau mit dem dann getroffen. Hat er wirklich gut gemacht. Man muss das sagen, er hat wirklich für Unterhaltung gesorgt. Auch, ich denke auch, dass das auch dazu beigetragen hat, dass euer Kampf wirklich interessant geworden ist. Nicht, dass es vom Matchup, sage ich jetzt mal, nicht interessant war, sondern einfach, es hat nochmal so einen gewissen Push gegeben, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt sehen, wenn er solche Sachen sagt. Wenn Lukas so ruhig bleibt, also das möchte ich unbedingt sehen, was da passiert. Und ich denke, das hat er wirklich gut gemacht. Generell, du auch, du bist auch ruhig geblieben und hast dir wahrscheinlich gedacht, der Kampf da kommt und dann schauen wir, wer wo steht. Genau so ist es, richtig. Sehr gut. So. Wozu man auch sagen muss, Khattab hat wirklich Gas gegeben in den letzten Jahren oder letzten Zeiten eigentlich. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, dass er bei Sparta 1... Genau, ja, gegen den Emir Can gekämpft. Genau, gekämpft. Und das war im Heavyweight, also über 100 Kilo. Der Junge hat einfach extrem krass abgenommen. Das sieht man auch in seiner Figur, der war komplett trocken. Du auch. Ihr wart beide sehr, sehr trocken, sehr lean, sehr, sehr schöner Körperbau. Ich sage auch im Bild zu sehen, klasse Trainer, betreut sehr, sehr viele Leute in Wien, sehr, sehr starker Boxtrainer. Wie war das so für dich im Ring, so im Heuring? Weil wenn du trainiert hast, hast du natürlich immer so trainiert, wahrscheinlich in einem normalen Boxring oder vielleicht auf Matten oder sonst irgendwas. Also und Heu ist ja komplett was anderes. Man kann es mit normalen, in Anführungsstrichen normalen Kampfsport nicht vergleichen. Es ist was Erdiges, es ist eine Schlägerei, es ist do or die. Ich weiß nicht, ich glaube, der Chamalai hat das auch irgendwo einmal erwähnt. Man darf hier nicht irgendwie von raus reinkommen, rein anboxen. Nein, man muss eine Schlägerei machen. Ja. Und der besser raufen kann, der gewinnt. Ja, so in diese Richtung muss man es, glaube ich, sehen. Fix, glaube ich auch. Technik bringt natürlich auch irgendwo was, aber ich glaube, das ist ein Format, wo man muss die alles Fäuste fest zusammenknallen müssen und alles und dann... Du musst nehmen, genauso aber auch wieder geben können. Ja, genau. Auch eine große Community, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Khattab. Der kennt sehr viele Leute, hat sehr viele Anhänger. Auch nur Respekt für den Khattab. Ich muss auch kurz erwähnen, die Ringrichter dieses Mal, also die Referees waren auch on point. Spitzenleute, die wirklich ihren Job sehr, 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 sehr gut gemacht haben. So. Jetzt im Nachhinein, wo du das Video siehst, erstens und zweitens das Gefühl gepaart, wo du reingegangen bist. Erklär mir das kurz. Was hast du gefühlt? Wie war es für dich? Ich muss ehrlich sagen, ich war sowas von fokussiert. Ich war so gut eingestellt, mit so einem guten Gefühl. Ich habe gar nicht irgendwie einen Druck verspürt oder irgendwie eine Sorge etc. Ich war einfach fokussiert, rein nur auf diesen Moment, auf dieses Erlebnis. Wir treffen uns jetzt im Heu auf diesen erdigen, ja, wie soll ich ihn sagen, auf diesen Moment, auf dieses Swinging, Banging, genau auf das, nur auf das war ich fokussiert. Darum, ich habe jetzt rundherum gar nicht so viel wahrgenommen oder mitgenommen. Ich habe die Musik aufgesaugt, ganz klar. Das ist dein Lied, das du dir ausgesucht hast. Mhm. Du hast so, die Trainer nimmst du noch wahr, aber sonst siehst du nur mehr rein das Heu und deinen Gegner. Cool, sehr cool.
85 Kilo habt ihr gekämpft, ne? Ja. 80, ist am Anfang wäre gewesen 85 und stimmt, wir haben dann noch... Genau, wir haben dann noch 80. Ja. Stimmt. Und man muss natürlich ehrlich sagen, man hat es vorher beim Cut-Up gesehen, er war wirklich, wirklich austrainiert. Wenn man das hier sieht und vergleicht, es wirkt fast wie wenn er 85 gehabt hätte. Ja. Wir wissen, er hat es nicht gehabt. Ja. Und ich nur 80. Ja, also er war wirklich komplett austrainiert. Ja, er war richtig on point. Ja, fix. Ich habe jetzt auch gerade Daniel gesehen, Daniel Zigarewicz, auch sehr, sehr starker Kampfsportler. Richtig. K.O. Also Gym, gell? Ganz in genau. Neuburg. Richtig, genau. Wir haben unsere Vorbereitung, oder ich habe meine Vorbereitung gemeinsam mit dem Daniel natürlich gemacht. Boxclub und K.O. Gym, kann man so sagen, in der letzten Zeit schon wirklich sehr arg zusammengewachsen, muss man so sagen. Mhm. Und für uns, also für den Patrick und für mich, war es ganz klar, dass wir uns da den Daniel als Coach nehmen. Der nimmt sich die Zeit, der schaut auf uns und gepaart dann natürlich mit dem Boxclub-Coach, Headcoach, mit dem Philipp Schranz, hat das perfekt passt. Wir haben sie da super abstimmen können, wir haben einen perfekten Plan gehabt und das haben wir halt durchgezogen. Ich habe auch nur Gutes von ihm gehört, wenn ich ehrlich bin. Auch von Philipp Schranz, den kenne ich auch. Also ich war wirklich hyped auf diesen Kampf. Wie gesagt, das Ganze, was sich davor so aufgebaut hat und so, habe ich mir gedacht, okay, das wird wirklich ein Kampf, wo sich, und ihr habt es dann auch gezeigt. Ich habe die Videos gar nicht gesehen, also das muss ich auch ehrlich dazu sagen. Ich habe das, was ich von der Veranstaltung mitbekommen habe, das habe ich mir angeschaut. Und ich habe gewusst, dass wir Reactions machen werden. Okay. Und ich habe noch nichts angesehen. Das bedeutet, jetzt sehe ich mal so richtig, weil du siehst ja auch beim Kampf, siehst du nicht immer alles. Weil dann drehst du dich kurz weg, dann braucht irgendwer was, dann grenzt du kurz weg, dann gehst du vielleicht rein. Gerade dort, wo du sitzt, ist der Winkel nicht so gut für diese Aktion. Genau. So Leute, es geht direkt los. Cut up. Wir haben den Khalid quasi genau live neben uns. Ja. Auch sehr gut kommentiert. Ja, eingebracht. Entschuldigung, dass ich kurz unterbrochen habe, aber er ist, glaube ich, genau der richtige Mann für dieses Event, für dieses Format, ist genau seins. So, was war dein Plan? So, wenn wir jetzt mal so drauf reacten gleich, was war so deine Idee am Anfang? Mein oder unser Plan war eher die Mitte einzunehmen, ganz genau so wie hier, und von außen zu kommen. Jetzt nicht irgendwie reinstürmen, sondern wirklich meine riesen Reichweite, Gegensatz zu dem Cut-Up, auszunutzen. Jab, cross, wirklich jab, viel, cross. Viel jabben, schauen, dass wir weit oder dass wir ihn weit weghalten, weil wir wissen es, er will sich fetzen, er kommt rein, er stürmt wie ein Panzer, und das war die Gefahr. Das war... Ja, im Kampfsport ist es halt nun mal so. Da gehen die Gedanken nicht mehr mit, sondern man ist im Kampfmodus. Aber ich denke nicht, dass es dich so richtig affected hat, wenn ich ehrlich bin. Nein, überhaupt nicht. Und ich habe dann währenddessen noch kurz mit dem Mago und auch mit dem Ref geredet und gesagt, okay, nehme ich komplett auf meine Kappe. Ich muss mich trotzdem intelligent verteidigen. Ja, genau. Ich brauche da jetzt nicht mich hinstellen und sagen, ich wollte gerade sagen, sorry, dass ich dich unterbreche, aber es ist genau so. Also der Short Clinch, so wie er bei uns bei Sparta Royal ausgeführt wird, heißt nicht, du gibst die Hände hoch, sondern das heißt, du haltest, bis der Ref kommt und sagt, geht's auseinander. Oder er sagt, stopp, und wenn dann noch was passiert, dann ist der Ref dafür zuständig, dass erklärt, was los ist. Unterschreibe ich sofort. Genau. Man sieht, der Hatab hat so einen Andrang, nach vorne zu gehen, weil er sieht, du versuchst, die Reichweite zu behalten. Und ich glaube auch, er hat das sehr schnell überrissen. Die Masse. Luki behält deine Tür im Kopf. Andi, war die Energie im Ring zu spüren? Glaub mir, sobald der Franzose eingetroffen ist, der war so nervös, der hat sogar sein. Das ist ein Wahnsinn. Vergessen, der musste noch nachgereicht werden. Das heißt, er hat sich nur auf den Kampf konzentriert. Er hat das, glaube ich, sehr schnell überrissen, nach Hattab, dass du auf Reichweite kämpfen möchtest. Deswegen hat er dann auch gleich begonnen, nach vorne zu stürmen. Ja. Bei jeder Situation hat er wirklich versucht, aufs Gas oder das Gas durchzutreten, bis am Boden und nach vor. Wollte dann einen Brawl daraus machen, sage ich jetzt mal. Ich meine, am Schluss ist er dann eh auf das hinausgelaufen, aber... Richtig. Ich sage ja nichts dagegen. Es ist jetzt nicht so, dass es dem Zuschauer nicht gefällt. Ganz, ganz stark eingeredet auf den Franzosen. Islam Bisaev, sehr gute Arbeit. Wahnsinn an diesem Tag. Ich glaube fast nicht.
Ja, da kommt wieder der Jab, ja. Ja. Da kommt er. Und auch die ganze Zeit mit Hooks, ja. Da hat er links, rechts. Auf die Kommandos vom Referee hören. Ansonsten gibt es Ermahnungen, Punktabzüge, im schlimmsten Fall Disqualifikation. Das Einzige, was mir da jetzt komplett aufgefallen ist, wo ich sagen muss, wo man vielleicht wirklich in Zukunft irgendwie schauen muss, bei großen Leuten wie bei mir zum Beispiel, ist dieser Ring fast zu niedrig gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt diese Aktion war oder dann noch eine kommt, wo ich fast rausgefallen wäre. Also wir haben letztens... Wo sieht man das, glaube ich? Ja, wir haben letztens auch, weil Sie eh gerade sprechen, wir haben letztens auch viel... Also der Ring an sich, muss ich ganz ehrlich sagen, man glaubt gar nicht, was das für ein Konstrukt ist. Also, richtig schwierig, glaube ich, das aufzubauen. Einer von diesen Strohballen wiegt 600 Kilo. Scheiße. Also das Herumschieben und das Podest darunter zu machen, das war wirklich eine sehr, sehr krasse Challenge. Und deswegen, es war jetzt auch nur die zweite Veranstaltung, sage ich jetzt mal, mit dem Stroh. Und wir versuchen immer mehr anzupassen, ja. Ja, gut. Die Schwinge vom Hartab aus der Hölle. Ja, ja. Da hat man gesehen, wenn der trifft, dann... Wenn er trifft, ja. Dann ist sehr wahrscheinlich, dass die Dinge aus sind. Ja. Aber du wolltest auch nicht zurückgehen, so. Na, richtig. Also, wenn es dann wirklich so weit ist und ich kann nicht mehr weg, dann muss ich es nehmen. Dann muss ich es annehmen und volles Risiko gehen. Ja, ja. Ja, ja. Lukas, man hört auch die ganze Zeit die Fans im Hintergrund, die Lukas schreien. Deine Fans hauptsächlich, sage ich jetzt mal, Rapidler, natürlich auch Familie, Freunde und etc. etc. Kannst du uns auch ein bisschen deinen Zusammenhang da erklären? Ja, na, selbstverständlich, weil es gibt sicher den einen oder anderen, der mich vielleicht nicht so am Schirm hat. Darum sollte man es denen auch nahelegen. Der Patrick natürlich, der Rainer Patrick, den wahrscheinlich mehrere Leute kennen und ist ein guter Trainingskollege von mir, oder ich von ihm, wurscht, wie man sagen will. Er hat mich dann überhaupt ja zu euch mehr oder weniger mitgenommen, sagen wir jetzt so, wie es ist. Und er hat eine große Fanbase, große Anhängerschaft, das muss man ganz ehrlich sagen. Und die ist dann natürlich schon teilweise auf mir oder auf mich übergeschwappt. Okay, sagen wir so wirklich, wie es ist. Er Rapidler, ich Rapidler, wir trainieren natürlich im Boxclub Rapid. Das natürlich, sagen wir es ganz ehrlich, wirklich ohne irgendwie jetzt Ausreden zu suchen, das ist ein Selbstläufer. Wir wissen es, der Zusammenhalt beim Fußball, diese Gemeinschaft, diese Fanbase, das ist elektrisierend. Das schwappt wirklich von Interessierten zu Interessierten über und die wächst und wächst und wächst. Ja, ist so. Drum war natürlich da dieser Rapid-Anhang für beide, für den Patrick und für mich. Und man muss ehrlich sagen, du hast es vorher ganz, ganz richtig erwähnt, der Hartab hat verdammt viele Leute mitgehabt. Ja, verdammt viele. Drum, diese Stimmung, die wir da gehabt haben, war Bombe. Ja, war wirklich Bombe. Das war wirklich sehr, sehr cool. War perfekt. Habt ihr sehr gut gemacht, ja. Er wollte gleich nach vorne. Der hat dich ein bisschen getroffen, ne? Und das war der, ja. Der war schon getroffen. Es war ein Uppercut, wenn ich mich nicht täusche, oder? Es war so, ein bisschen von so eine Mischung zwischen Haken, also linker Haken und Uppercut. Von unten so nach oben. So ein Schleifer. Genau. Ich verstehe, verstehe. Hat auf jeden Fall getroffen. Ja, der Andi nimmt uns ja schon ab, ne? Der hat uns ja schon. Genau. Aber wenn man vielleicht nur kurz was sagen darf. Natürlich. Zu diesem Knockdown. Ja. Musst du ehrlich sagen, ich habe den getroffen, habe das gespürt, okay, der sitzt. Für mich im Kopf war das eigentlich, der kann den gar nicht aufstehen. Das geht nicht. Und der Hartab springt hoch wie ein Gummiball. Wie ein Flummi. Und dann, da merkt man genau bei solchen Situationen, okay, der ist ein Kämpfer durch und durch. Ich glaube, die Stärke, die Hartab Metall hat, sage ich jetzt mal, da können sich noch sehr viele Sportler etwas abschneiden davon, von der Scheibe, weil der ist wirklich, ich denke, der hat in seinem Leben auch, wie er selbst erzählt hat, etwas durchgemacht.
viel durchgemacht, wie auch immer. Aber das hat ihn sehr, sehr gestärkt. Und ich denke, auch deswegen ist er auch nicht so ein Typ, der sagt, okay, ich gebe jetzt auf oder ich bleibe jetzt sitzen. Er ist so ein Typ durch, so. Ja, richtig. Ich glaube, du bist aber auch so vom selben Brot, sage ich jetzt mal. Hinfallen, aufstehen, weil so was willst du sonst machen, ne? Genau, wir machen es so. Wir sind vielleicht da jetzt dann nicht die technischste Kampfpaarung gewesen. Ja. Braucht man nicht diskutieren. Ich komme jetzt nicht her und sage, wow, wir sind jetzt da auf Muhammad Ali-Style oder sonst nichts. Ja. Nein, wir haben genau das gemacht, was wir bei der Pressekonferenz gesagt haben. Wir und was auch alle sehen wollten. Bis also zum bitteren Ende. Ja. Wir schwingen durch, swinging, banging, nehmen, geben. Ja? Und der Glücklichere oder der Bessere kommt dann als Sieger hervor. Ja, ja. Habt ihr wirklich sehr gut gemacht. Ja. Eine Runde noch nach der. Eine ganz wilde Aktion. Wie war es so von den Rundenzahlen her und von den Minuten? Top, also lufttechnisch wäre kein Problem gewesen, bis auf diese eine Aktion, die wir dann später noch sehen werden, glaube ich. Da hat er auch zwei gute getroffen gerade. Genau. Wann war der Schlag, wo du auf die Nase bekommen hast? Das muss, glaube ich, Ende 2 sein. Okay. Ich glaube, Ende 2 müsste das jetzt sein. Ich glaube auch, weil der Hatab so viel abgenommen hat, hat er konditechnisch ein bisschen Probleme gehabt, wie man hier sieht. Ja, und das war's. Genau das war eine sehr starke. Aber ich muss auch sagen, hier hat, also Hut ab, du bist nicht auf den Popo gefallen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Du hast die genommen wie ein Mann, sage ich jetzt mal, wie ein Löwe. Aber genau das war direkt. Die war stark, muss man ehrlich sagen. Aber das war halt dann Überlebenskampf. Ne? Das war krass. Und ich finde, du machst das ganz, 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 ganz richtig, weil in dem Moment, wo man so eine kassiert, sage ich jetzt mal, oder auch wie der Hatab kassiert hat, in dem Moment darfst du nicht, natürlich musst du dir die Zeit nehmen, wenn du sie unbedingt brauchst, aber viel wichtiger ist, dass du Kontra gibst. Weil wenn du nicht anfängst, Kontra zu geben, überläuft er dich. Genau so ist es. Dann kommt der Sturm. Und dann kann man wirklich sagen, dass man so einen Kampf irgendwie schon auch verloren hat. Ja. Ja. Renato, kann man auf jeden Fall, oder schreibe ich dir sofort, ich glaube, es ist genau die richtige Gratwanderung zwischen nicht direkt reinstürmen, aber auch nicht Doppeldeckung verstecken und sich erschlagen. Genau, das ist das. Das war die, oder? Ich glaube, das war die. Aber es kann sein. Was haltest du von diesen Slow-Motion-Kameras, die wir uns da gemietet haben? Ja, genau, das war die Idee. Na, geisteskrank. Und wenn wir jetzt genau da dabei sind, so wir reagieren, wir machen Live-Reactions, es gibt Reels etc. auf Social Media, das ist Gold wert. Genau das. Müssten wir unser Mediateam mal fragen, wie viele Frames das sind, aber das sind, glaube ich, super Slow-Motion-Kameras. Das ist Wahnsinn. Da hast du wieder dann angefangen, richtig intelligent zu boxen auch wieder. So ein bisschen auf Konter, rein, wieder raus, schlagen, wieder raus. Ja, ich habe es natürlich versucht, genauso wie in den ersten zwei Runden umzusetzen, aber man merkt es dann. Ich bin auch so ehrlich, ich brauche jetzt nichts vorlügen. Das war dann, da jetzt geht's noch, aber Richtung letzte Minute war es dann wirklich ein Überlebenskampf. Das Auge ist komplett zu gewesen, die Nase rinnt. Ja. Es ist einfach... Dieses Distanzgefühl war komplett weg. Sagen wir so, wie es ist, es war weg. Unfassbar, wie oft der Khalid unfassbar gesagt hat. Das war wirklich ein Wahnsinn. Also überhaupt die letzte Runde, ihr habt euch wirklich so krass gegeben, Alter. Ja, das war ein Hin und Her. Ja, fix. Hatab hat sich auch ein bisschen erholt, muss ich sagen, in der letzten Runde. Konditechnisch, glaube ich, ja. Hat auch wieder Gas gegeben. Oder hat ihm auch wirklich vielleicht genau das wieder belebt, weil er gemerkt hat, okay, er hat jetzt einen super Schlag gelandet, vielleicht bringe ich ihn in dieser letzten Runde weg. Gerochen. Genau, richtig, genauso. Ja, aber du auch wieder. Also das war wirklich ein sehr, sehr cooler Kampf, sehr cooles Hin und Her. Ja. Schwer gezeichnet von den Treffern von Khatab.
Und hier hätte ich aber wirklich einen Sturm noch erwartet. Einen richtigen Dass er noch Sturm. Mal kommt. Einen richtigen Sturm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich auch. So die letzten 10 Sekunden sind immer die, vor allem von der letzten Runde, wo dann alle so anfangen, den letzten Treffer noch versuchen zu fixieren. Ja? Also da hat er mal zum Glück komplett in die Karten gespielt. Ja, ja. Weil ich habe mir schon gedacht, okay, passt, ich nehme die Mitte ein, versuche jetzt alles, was kommt, mit den langen Jabs wegzuhalten. Ja. Und er ist zum Glück stehen geblieben. Ja, ja, ja. War natürlich, ich glaube, seine Kondi waren dann auch wieder. Aber ja, das versteht man eh, ihr habt ja so viel, es ist ja die ganze Zeit nur Anspannung, die ganze Zeit nur Kampf. Es ist, wie gesagt, der Ring ist extra dafür so aufgebaut, dass man halt nicht Pause machen kann. Nein, ich habe es ja auch bei der Pressekonferenz schon gesagt, entweder du gibst oder du kriegst. Richtig, genau. mehr gibt es ja nicht. Ne? Und genau das ist die Quintessenz und genau das ist das Erfolgsrezept von dieser ganzen Geschichte, von Sparta Royal. Mhm. Sehe ich auch so. Es ist halt ununterbrochen geladene Action, ohne Pause. Und ich weiß nicht, ob ich es heute schon gesagt habe. Ja. Und ich werde es jetzt wieder sagen und ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, was hier so geisteskrank war. Es war kein Umfaller dabei. Es ist keiner gekommen, wie du auch schon so angeteasert hast, der irgendwie vielleicht so ein Busfahrer ist, der umfällt, sich das Geld nimmt. Nein, jeder wollte kämpfen bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde. Dazu muss ich auch gleich noch was sagen. Ich wollte dir nur kurz. Das ist Sparta Royal. Ich wollte dir nur kurz dich ausreden lassen. Also, Lukas, ganz kurz, um dieses Thema nicht weit auszuführen. Ich würde sagen, Sparta steht genau dafür. Also, so wie man es halt den Namen hernimmt, sage ich jetzt mal, ist es genau das, was wir auch verherrlichen wollen. Dass es keine Kämpfe gibt, die irgendwie unausgeglichen sind. Beim einen oder anderen ist es halt nun mal leider so. Du kannst nicht immer alles, weil was viele Leute auch nicht verstehen beim Matchmaking ist, weil ich mache das Matchmaking. Richtig. Und ich habe den mehr Zugriff, als ich habe auf das Ganze, hat, glaube ich, niemand. Weißt du, so. Und es ist so, dass wenn zum Beispiel 2 Tage jemand vorm Kampf absagt, was willst du denkst machen? Du, dass dann wirklich jemand herkommt, der einen Rekord hat von 10-0, 11-0, 12-0, 7-0, 6-0 und sagt, okay, ich setze jetzt meinen Rekord aufs Spiel und kämpfe gegen jemanden, der sich 2 Monate auf diesen Kampf vorbereitet hat? Never. Genau. Wir machen und geben wirklich unser Bestes, dass die Kampfpaarungen immer gleich auf sind. Immer, immer, immer. Was man jetzt auch bei Sparta Royal gesehen hat. Es waren einfach ganz, ganz kranke Paarungen. Aber das haben wir jetzt eh schon sehr, sehr oft erwähnt. Was ich dich noch fragen wollte. 2 Fragen habe ich noch. Und dann würde ich sagen, können wir das auch abschließen. Die erste Frage ist, wie geht es für dich weiter? Wie schaut es für dich aus? Wie schaut es für dich aus mit Sparta Royal 3? Sagt das deinen Fans, unseren Fans, der ganzen Community? Ja, danke auf jeden Fall einmal für diese Einleitung, dass wir das gleich so am Punkt bringen können. Ich würde mal sagen, die Gespräche sind sehr, sehr fortgeschritten. Ich habe mich erst mit dem Margo getroffen. Grüß dich, Margo. Ich sage es einmal so, es fehlt nicht viel und wir können wirklich davon reden, dass das genau so weitergeht, wie wir es da jetzt aufgehört haben vor nicht mal einen Monat. Ja. Ich bin bereit, ich freue mich, ich bin heiß. Bei mir ist der Tag mehr als rot im Kalender angestrichen. Sehr cool. Drum, sobald alles fix fertig ist, werdet es ihr auf Social Media als erster erfahren. Natürlich aus den Kanälen von Sparta CF, Sparta Royal und aus meinem Konto natürlich. Drum, macht euch gespannt oder seid gespannt auf die nächste Schlacht von mir. Auf Sparta Royal 3. Genau so ist es. Wir freuen uns auf jeden Fall, Lukas dort begrüßen zu dürfen. Ich habe eine Frage, die mich persönlich brennend heiß interessiert, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist auch die letzte und Abschlussfrage. Wärst du interessiert an einem Derby-Kampf bei Sparta Royal 3? Das Derby, ja, ich will jetzt gar keine Mannschaft irgendwie ansprechen direkt, sondern einfach nur, dass man sagt, okay, das ist ein Fan von der Seite, das ist ein Fan von der Seite. Ich habe das natürlich schon durchgemacht, sage ich jetzt mal, mit dem Patrick und dem Dupi-Kampf und dies und das. Also mir gibt es eher persönlich natürlich weniger, mir ist es ganz egal. Ich suche mir da jetzt nicht irgendeinen oder pick mir nicht jetzt irgendwen raus. Ist natürlich klar, dass sowas immer interessant ist für Zuschauer von beiden Seiten natürlich. Aber ob das jetzt so stattfindet oder ob ich da jetzt da... Entschuldigung, die Auswahl, geil drauf bin.
Nein, also wenn's aber du wärst passt, jetzt nicht abgeneigt von wenn, dem, wenn, sag ich jetzt mal. Wenn es wirklich passt für alle Seiten, warum nicht? Aber ich sitze nicht so, dass ich jetzt dahinter sitze oder daheim hocke und sage, boah, bitte, bitte, das darf ich, das darf ich, das darf ich. So wie es ist, so okay, ist es. Okay. Ich nehme es so und... Ja. Okay, sehr gut. Lukas, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für deine Zeit, dass du dir heute am Samstag genommen hast für uns, für das ganze Sparta-Team. Und ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Kampf bei Sparta Royal 3. Das wird sicher wieder ein Abriss. Du hast wirklich bewiesen, dass du ein sehr, sehr starker Kämpfer bist und auch eine, sage ich jetzt mal, Mentalität für den Kampfsport hast, wo man sagen kann, das ist ein Kämpfer. Und deswegen würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn wir dich bei Sparta Royal 3 am 12. Oktober sehen würden. Ich würde sagen, danke. Renato. Danke dir. Tausend Dank. Danke Check. Natürlich an meine Community. Und nochmal tausend Dank an die Möglichkeit vom Sparta und dem ganzen Team. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Okay.